Hallo von der Q17. Bei mir ist Nicole Greb. Sie hat mit Wimpy's Chick to Cash die Green Ranch Riding gewonnen. Kannst du mir ein bisschen was von deinem Pferd erzählen? Ja, der Chester, so nennen wir ihn zu Hause, ist ein 5-jähriger Wallach vom Wimpy's Balito aus der Smart Dundee, aus dem Zucht von der Melanie Peters. Der Chester kam im August 2015 zu mir ins Training. Ich habe ihn dann angefangen, schonend auszubilden, habe ihm viel Zeit gelassen. Er war noch so im Wachstum, ein bisschen Spätentwickler. Ende des Jahres 15 habe ich mich dann entschieden, ihn auch zu kaufen. Und dieses Jahr war seine erste Showsaison. Okay, richtig cool. Du bist jetzt schon zum 5. Mal hier auf der Kuh, hast quasi 5-jähriges Jubiläum. Was hat sich so in den Jahren für dich verändert? Was magst du an der Show? Ich finde die Kuh hat einfach ein besonderes Flair. Es ist so als Jahresabschlussshow ja für die meisten. Und ich glaube auch, die Atmosphäre hier in Aachen ist eine besondere. Also ich finde es auch immer als Abwechslung zu Kreut, wo wirklich ja die meisten Shows stattfinden und so, finde ich die Kuh immer sehr angenehm. Und ja, hier und da verändern sich Details. Mal mehr, mal weniger Aussteller, mal mehr, mal besser, mal weniger gutes Wetter. Aber im Großen und Ganzen, finde ich, bleibt sich das Team seinem Konzept immer ganz treu. Und ja, wir fühlen uns hier wohl. Was sich für uns verändert hat, ich wohne seit 3 Jahren jetzt hier direkt in direkter Nähe. Also ich wohne nur eine Viertelstunde weg von hier. Das ist natürlich viel praktischer, wie 300 Kilometer aus dem Saarland hier anzureisen. Also von daher, Kuh als Heimspiel, echt toll. Ja, hört sich auf jeden Fall komfortabel an. Ja. Renntraining ist eine ganz neue Disziplin. Was gefällt dir an der Disziplin, was gefällt dir vielleicht auch nicht so sehr? Also ich habe 2014 auf der Bavarian Spring Classics meine erste Rennschreining geschaut mit meiner Stute Kersnicks Topmodel und habe damals die Amateur gewonnen und war in der Show 2, glaube ich, Zweiter. Da hat es mich sofort so gepackt. Ich finde es super, als Alternative für ein Training ausgebildetes Pferd einfach mehr zu machen, mehr Kopfarbeit, mehr zu denken fürs Pferd, mehr Abwechslung, einfach zu Zirkelspinnen und Stops. Und also ich finde es mega. Ich finde einfach die Arbeit mit dem Pferd, was so ein Ranch Riding angeht, bietet einfach eine Plattform, um das Pferd breiter auszubilden. Und es regt auch, glaube ich, viele reinen Reiningreiter an, mit dem Pferd mehr zu machen. Und ich finde, es ist eine tolle Entwicklung. Auf der einen Seite finde ich es teilweise ein bisschen strange, wenn sich alle so extrem verkleiden. Auf der anderen Seite finde ich es schön. Mir wird jetzt nicht einfallen, irgendwie da total verhuddelt in so eine Klasse zu gehen. Aber ich finde, es hat so ein bisschen Eigendynamik angenommen und macht mir Spaß. Ich hoffe, dass es noch mehr ausbaut. Es ist auch toll, dass die Klassen groß sind, dass da nicht nur so 4, 5 Starter immer auf dem Turnieren sind, sondern dass es große Klassen sind. Ich sehe da eigentlich eine nette Zukunft für die Disziplin. Ja, auf jeden Fall. Gibt es denn jemanden, bei dem du dich bedanken möchtest? Ja, auf jeden Fall bei meiner Frau Julia Greb. Ich bin happy, wie sehr sie mich in den Jahren jetzt unterstützt hat und dass sie, bin auch todglücklich, dass sie das quasi dasselbe Fieber zum Reiten gepackt hat wie mich. Die hat im März 2015 überhaupt mit dem Reiten angefangen und heute wurde sie in der Amateur-Ranch-Riding im Finale dann Vierter. Also ich platze vor Stolz und ja, also ich freue mich, dass sie da auch so viel Spaß daran hat und ich bedanke mich einfach an ihr für die Unterstützung und an meinen lieben Mädels und auch Non-Pros, die immer um mich rum sind, die hier und da anpacken, denen auch früh aufstehen, nicht so vieles und ja, bin ich einfach froh drum. Hat ja gut geklappt bei euch. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Dankeschön.